In diesem Video geht es um die Oberarmrückseite, um die Trizepse. Und hier gibt es eine Übung, wo zwei Sachen entscheidend sind bei der Ausführung. Und es geht hier um das Absenken mit einer Kurzhantel, also einarmig ausgeführt. Und mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jörn Giersberg, Experte für Muskeln aufbauen und für Abnehmen. Und heute möchte ich dir zwei wichtige Tipps geben für das Absenken mit der Kurzhantel. Das heißt, man liegt bei dieser Übung auf der Bank oder auf dem Boden. Wenn du zu Hause bist und nur Kurzhanteln hast, kannst du die Übung auf jeden Fall auch ausführen. Du liegst auf dem Boden, Rückenlage, streckst einen Arm nach oben. Du kannst das hier im Video sehen. Und dann geht es darum, dass du den Arm beugst. Also aus der gestreckten Ausgangsposition gehst du runter, beugst den Arm mindestens bis zum rechten Winkel im Ellbogengelenk und streckst die Arme dann wieder nach oben. Und da ist es jetzt so, da das eine einarmige Übung ist und es hier wichtig ist, dass du die Hantel und den Arm diagonal auf die andere Seite des Kopfes herablässt, ist es ganz wichtig, dass du erstens den Kopf in die andere Richtung neigst. Ja, also wenn du die Hantel nach links abneigst, solltest du auf jeden Fall leicht nach rechts gucken. Dann hast du nämlich mehr Platz hier in dem Bereich und hast auch nicht die Gefahr, dass du dir mit der Langhantel irgendwie dich im Gesicht irgendwie triffst. Und das ist schon mal entscheidend. Und ein weiterer wichtiger Hinweis, nimm nach Möglichkeit die freie Hand, wo du die Hantel nicht hältst, und nimm diese Hand und halte die an die Rückseite des trainierenden Armes, also an die Rückseite, womit du die Übung ausführst. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du den Oberarm damit fixieren. Das heißt, der bleibt in seiner Position, denn da muss der auch bleiben. Es wird nur über das Ellbogengelenk der Arm gebeugt und gestreckt. Und durch das Fixieren mit der freien Hand kannst du den Oberarm wirklich in dieser Position stabilisieren. Und ein weiterer wichtiger Vorteil, du merkst automatisch mehr die Anspannung der Trizeps oder des Trizeps der trainierenden Seite. Und das erhöht die Sensibilität für die Muskulatur und das bringt dir letzten Endes auch eine bessere Spannung in deine Trizepse hinein. Und ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Kleiner, aber wichtiger Tipp. Bis zum nächsten Mal, dein Jörn Giersberg.